Familie muss Heimat finden. Ich bin sicher, du bist schon mal über diesen Titel gestolpert. Es ist das bekannteste und populärste Sachbuch der letzten Jahre. Und heute zu Gast ist die Autorin Stefanie Stahl. Steffi, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, einige Leute fragen sich, das Kind in mir muss Heimat finden. Hä? Was ist denn überhaupt das innere Kind und was ist denn diese Heimat? Ja, also das innere Kind ist ja ein feststehender Begriff in der Psychologie. Den habe ich jetzt auch nicht neu erfunden oder so. Und der hört sich so ein bisschen blumig an, aber bezeichnet eigentlich so einen ganz nüchternen Vorgang. Und der bezieht sich auf die Tatsache, dass unser Gehirn, wenn wir zur Welt kommen, nur zu 25% verknüpft ist und ausgebildet ist. Ja? Und diese 25% betreffen so ganz basale Überlebensfunktionen, ja, also wie die Regulation der Atmung, Regulation von Hunger und Sättigung, Kälte und Wärme und so weiter und so fort. Und der Rest verknüpft sich alles noch. Also auch unser differenziertes emotionales Erleben spurt sich ein und verknüpft sich ungefähr ab dem 8. Monat so, also wird das alles so ausdifferenziert. Unser ganzer frontale Kortex bildet sich, verknüpft sich und ganz, ganz viel passiert eben in den ersten 6 Lebensjahren, noch mehr in den ersten 2 Lebensjahren. Und so richtig fertig ist unser Gehirn erst so ungefähr mit unserem 20. Lebensjahr. Und alles, was sich da so verknüpft, ist ja quasi unsere Software. Und auch unsere Hardware, das ist ja sehr eng im Gehirn miteinander verbunden. Das heißt, manchmal bilden sich gewisse Prozesse auch gar nicht aus, zum Beispiel bei Vernachlässigung oder so. Da kann ich aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und mit diesem Gehirn müssen wir ja dann ja später irgendwie leben. Und das ist das Gehirn, was wir kennen und das unsere subjektive persönliche Realität abbildet. Und dieser Persönlichkeitsanteil, der eben stark in der Kindheit geprägt wird, der wird in der Psychologie als das innere Kind bezeichnet. Und deswegen, weil jeder ein Gehirn hat, auch wenn man es manchmal nicht meinen möchte, und jeder seine persönlichen individuellen Prägungen hat, hat jeder so etwas wie ein inneres Kind. Also Prägungen auch im Guten wie im Schlechten. Und das ist damit gemeint. Das heißt, es geht absolut jeden Menschen etwas an. Okay, sehr schön. Und das zweite Wort, Heimat. Was ist dann Heimat? Was meinst du damit? Ja, der Heimatbegriff, der ist ein bisschen schwerer vielleicht noch zu fassen, aber es gibt ja sowas wie so ein Geborgenheitsgefühl und das wird ja oft mit Heimat verbunden. Heimat ist oft der Ort, wo ich mich sicher und wo ich mich geborgen fühle. Und wenn ich als Kind kein Urvertrauen entwickelt habe und dieses Urvertrauen, das findet halt in den ersten 2 Lebensjahren statt, dann habe ich immer so eine Grundverunsicherung im Leben oder bin sehr schnell zu verunsichern und bin sehr schnell irgendwie auch in Angst oder Stress zu versetzen. Aber auch wenn ich Urvertrauen entwickelt habe und trotzdem aber später als Kind und Jugendlicher viele Anpassungsleistungen vollbringen musste, weil meine Eltern vielleicht nicht immer so die Feinfühligkeit hatten und Sensibilität, richtig auf mich einzugehen, dann muss ich mich als Kind ja irgendwie den Eltern anpassen. Und auch da kann dann einfach so ein Grundgefühl entstehen, wie so wie ich wirklich bin, bin ich nicht okay. Ich muss mich immer so ein bisschen anstrengen. Ich muss immer was dafür tun, dass ich angenommen werde. Ich muss immer was dafür tun, dass ich irgendwie dabei sein kann. Und auch diese Menschen fühlen sich oft in sich selbst nicht so richtig gut beheimatet, sondern haben so das Gefühl, ja, haben nicht immer so das Gefühl, so einen guten inneren Kontakt zu sich selber zu haben. Und dieses in dir Heimat finden heißt eigentlich sowas wie in sich ruhen, heißt sowas, dass man mit sich ganz gut leben kann, dass man sich mag im Großen und Ganzen, so wie man ist, was nicht heißt, dass man auch weiß, wo man Entwicklungsbedarf hat oder weiß, wo man seine Schwächen hat, aber dass man im Großen und Ganzen mit sich in Freundschaft lebt. Ja, dein Buch startest du ja auch mit einem sehr schönen Zitat. Da schreibst du oder zitierst du Emerson mit dem Satz, die meisten Schatten in unserem Leben rühren daher, dass wir uns selbst im Weg oder in der Sonne stehen.
Warum machen wir das eigentlich, dass wir, obwohl wir jetzt das innere Kind haben und uns versuchen, auch möglichst gut zu verhalten, uns möglichst gut zu fühlen, wir trinken hin und wieder mal Tee oder Kaffee, einige rauchen, einige spielen Computerspiele, aber warum stehen die meisten von uns eigentlich sich selbst im Weg? Naja, das ist ja kein Prozess, der willentlich passiert. Ich mache das jetzt mal im konkreten Beispiel fest, also mit diesem inneren Kind. Also diese Prägungen, die wir bekommen, die sind ja nicht immer alle nur gut und gesund. Und jeder hat irgendwie auch so sein kleines Päckchen zu tragen und manche auch ein größeres Päckchen zu tragen. Also wenn ich als Kind, ich konstruiere jetzt mal das Beispiel, die Eltern waren sehr gestresst und hatten wenig Zeit vielleicht für das Kind. Ich nenne das Kind jetzt mal Michael. Und dann denkt der kleine Michael ja nicht, Mama und Papa sind total gestresst und die hätten sich vielleicht mal vorher überlegen sollen, ob sie überhaupt mich in die Welt setzen und vielleicht sollten sie mal in Erziehungsberatung gehen, sondern der kleine Michael denkt und fühlt dann, ja, ich bin nicht okay, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. Also Kinder haben überhaupt nicht den intellektuellen Überblick und auch nicht die emotionale Distanz, sich ein Urteil zu bilden, kleine Kinder, was unabhängig von ihren Eltern ist. Das heißt, die Eltern sind in den Augen des Kindes immer richtig und gut. Und wenn die Eltern gestresst sind und lieblos sind, dann denkt das kleine Kind nicht, die sind lieblos und gestresst oder die haben vielleicht eine Bindungsstörung, sondern das kleine Kind holt das immer zu sich und sagt, dann bin ich wohl nicht liebenswert. Ja, also dann falle ich zur Last. Und das ist ja der Weg, wie diese tiefen inneren Prägungen entstehen. Und mit diesen Prägungen werden wir groß. Und das ist die Brille, durch die wir die Welt sehen. Und wenn ich mit diesen Prägungen aufwachse und grundsätzlich das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, ein Lebensgefühl, was sehr viele Menschen haben, dann versuche ich ja, dieses Lebensgefühl auch irgendwie zu kompensieren. Ja, also ich will ja nicht genügen und schon gar nicht habe ich ein Interesse, dass andere Menschen merken könnten, wie wenig ich genüge. Und dann versuche ich beispielsweise vielleicht alles immer richtig zu machen. Ja? Das ist dann meine Selbstschutzstrategie, dass ich versuche, nach Perfektion zu streben und allen Erwartungen zu genügen und möglichst perfekt zu genügen und dass ich möglichst wenig anecke, dass ich eben nicht auf Zurückweisung stoße, weil ich rechne ja mit meinem inneren Programm mit Zurückweisung und versuche dann immer, mich so zu verhalten, dass ich es vermeide, auf Kritik oder Ablehnung zu stoßen. Wir Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von einem hohen Vermeidungsmotiv. Ja, das heißt, ich mache viel dafür, um etwas zu vermeiden, nämlich Zurückweisung zu vermeiden. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, wie anstrengend das Leben ist unter dieser Bedingung. Erstmal das Perfektionsstreben ist ja anstrengend, weil ich ja sowieso nicht schaffe, Perfektion zu erreichen. Und mit der hohen Vermeidungsstrategie kann ich ja meine Ziele nie erreichen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne eine Beförderung haben, und zwar die und die, oder ich möchte gerne die und die Frau für mich gewinnen, dann weiß ich irgendwann, wann ich mein Ziel erreicht habe. Aber wenn ich sage, ich will nicht verletzt werden, ich will nicht kritisiert werden, ich will nicht auf Zurückweisung stoßen, dann kann ich mein Ziel nicht erreichen. Weil kaum habe ich die eine potenzielle Verletzung abgewehrt, wartet ja schon die nächste um die Ecke. Also Vermeidungsziele sind nicht zu definieren, weil sie immer negativ sind. Ja, und solange wir leben, sind wir verletzbar. Das heißt, ich bin immer gestresst, ich bin immer unter Anspannung, ich warte immer auf den nächsten Schlag. So. Und das ist das, womit wir uns anstrengen und uns ja auch selbst boykottieren, indem wir mit Annäherungsmotiven und mit einem positiveren Selbstwertgefühl ein sehr viel leichteres Leben führen könnten. Ja, aber das sind eben diese alten Prägungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich die kenne und mich mit denen auseinandersetze, weil sonst steuert dieses innere Kind, und in dem Fall nenne ich das ja in meinem Ansatz das Schattenkind, also das, der Teil, der eben auch negativ geprägt wurde, sonst steuert mich dieses innere Kind ja immer aus dem Hinterhalt und mir ist es gar nicht bewusst. Ja, ich finde, das hast du ganz schön erklärt. Also wir stehen uns selbst deswegen im Weg,
weil wir Perfektion erwarten oder erreichen möchten. In meinem eigenen Bereich der Rhetorik ist das ganz ähnlich. Also Menschen, wenn sie auf die Bühne gehen, dann wollen sie die perfekte Rede halten, ohne Fehler, ohne kleine Versprecher, mit einer perfekten Argumentation. Und gerade dieser Perfektionismusdrang führt dann dazu, dass Menschen überhöhte Erwartungen und Lampenfieber haben und anschließend dann tatsächlich einen Blackout haben, weil sie sich so einen großen Druck machen. Bei mir ist das natürlich der Bereich Rhetorik, also sehr eng. Bei dir ist das ganze, der ganze Bereich Leben, also sehr weit gefasst. Und da würde mich interessieren, was sagst du denn Leuten, wenn sie dich fragen, wie kann ich denn meinen Perfektionismus ablegen? Also was kann ich tun, damit ich nicht immer perfekt sein muss oder perfekt sein möchte? Ja, also wie gesagt, das Perfektionsstreben gehört ja zu den sogenannten Selbstschutzstrategien. Also ich habe ja in meinem Ansatz zu dem inneren Kind, das ist der auch wirklich einen neuen Ansatz kreiert. Also dazu gehören eben diese Gefühle, die mit diesen alten Verletzungen, kindlichen Verletzungen verbunden sind. Dazu gehören die Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich genüge nicht, bin nicht wichtig, ich muss es allen recht machen, aber auch die Selbstschutzstrategien. Und das sind die Verhaltensweisen, mit denen wir versuchen, diese alten Programme zu kompensieren. Perfektionsstreben ist ja nur eine von mehreren Selbstschutzstrategien. Und wenn mich jemand danach fragt, dann geht es natürlich darum, die Heilung nach innen zu verlagern und nicht durch Perfektion ständig meine alten Programme zu entmachten, weil das wird nicht gelingen, sondern das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass diese negativen Prägungen, wir reden ja hier vom Selbstwertgefühl, wir reden ja, wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht und ich muss es allen recht machen und was auch immer, reden wir ja vom Selbstwertgefühl. Und ich sage immer, die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls, ja. Ich genüge nicht, ist ja ein Glaubenssatz. Und dass man sich wirklich auf einer tiefen inneren Ebene bewusst macht, dass diese Glaubenssätze ja gar nicht zu einem selbst gehören, sondern eigentlich zu den Eltern, weil wären die Eltern weniger gestresst gewesen, hätte ich ja ganz andere Glaubenssätze entwickelt. Also in dem Fall jetzt von Michael. Also wären meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich andere Glaubenssätze. Und das macht ja klar, dass die völlig willkürlich sind. Aber weil sie schon so lange da sind und weil sie so tief eingeprägt haben in unserem Gehirn, nehmen wir an, sie seien wahr, genauso wahr und hätten genauso ihre Berechtigung wie die Nase. Die Nase war auch schon immer da und die Augen und alles, ja. Also, aber dabei sind es ganz, ganz willkürliche, tief eingeprägte Konditionierungen, alte Programme. Und da muss ich die Veränderung ansetzen. Mir klar zu machen, hey, ich genüge, wie ich bin. Und genügen heißt nicht, dass ich alles perfekt mache, und genügen heißt auch nicht, dass ich nicht mal Fehler machen darf, und genügen heißt auch nicht, dass ich auch meine Schwächen habe wie jeder andere Mensch. Genügen heißt einfach, dass ich erstmal so sein darf, wie ich bin, und dass ich okay bin, wie ich bin. Es gibt so einen ganz großen, berühmten Persönlichkeits-Motivationstrainer Tony Robbins, vielleicht kennst du den aus den USA, so ein riesiger Koloss, genau. Und der spricht häufig über Erfolg, Erfüllung, aber er hat da so einen Satz, bei dem Satz musste ich auch an dich und an dein Buch denken, der sagt nämlich auf Englisch, it's never too late for a happy childhood. Na, und den hat er aber geklaut. Genau, kann gut sein, also diese Trainer klauen ja. Der kommt von Deutschland, der kommt von Erich Kästner. Ah, okay, super. Ich mag das nicht, wenn Leute klauen und nicht sagen, woher sie das haben. Ne? Ja, wusste ich gar nicht. Also danke für den Hinweis. Was ich aber spannend fand an der Aussage, ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, dass man ja möglicherweise durch bestimmte Uminterpretation auch aus einem unglücklichen Ich oder aus einem unglücklichen inneren Kind möglicherweise es positiv uminterpretiert, reframed, wie das im Amerikanischen ja so schön heißt. Was hast du für eine Erfahrung damit gemacht, wenn man Schlechtes in was Gutes uminterpretiert? Also ich mache das ja in meinem Satz ein bisschen anders. Also ich habe ja für die negativen Prägungen, also die uns belasten, habe ich ja den Begriff des Schattenkindes kreiert, und für das Zielbild den Begriff des Sonnenkindes. Das Sonnenkind ist halt in meinem Ansatz, steht das sowohl für unsere guten Prägungen, ich meine, die meisten Eltern machen ja nicht alles falsch, sondern auch einiges richtig, manche Eltern machen sogar sehr viel richtig. Also es steht sowohl für unsere guten Prägungen, unsere heilen Persönlichkeitsanteile, aber auch für all das, und das ist eigentlich noch wichtiger, was wir uns selbst als Erwachsene neu gestalten können, neu in unserem Leben gestalten können. Und
Dazu zum Sonnengehirn gehört zum Beispiel die alten Glaubenssätze, und zwar die Kernglaubenssätze, also die wichtigsten Glaubenssätze, positiv zu verkehren, aber nicht dumm positiv, also nicht aus ich bin hässlich wird jetzt nicht unbedingt ich bin schön, weil die neuen Glaubenssätze müssen auch wirklich realistisch sein und annehmbar sein, also innerlich annehmbar. Und da hilft es den wenigsten oder es hilft keinem was, sich irgendwas einzureden, woran man überhaupt nicht glauben kann. Also es muss irgendwie so formuliert sein, dass man innerlich sagt, ja, das stimmt eigentlich, das trifft besser zu. Das wäre ein Nebenbeispiel. Könnte so ein neuer Glaubenssatz zum Beispiel lauten, ich bin schön genug. Ja, das sagt Humor, das ist für viele dann annehmbar. Oder aus, ich bin unwichtig. Oder ich bin nicht wichtig, kann nicht entstehen, ich bin der Größte. Ja, das wäre eine narzisstische Überkompensation, sondern ich bin wichtig. Und wem das zu viel ist, der kann es auch reduzieren auf meinen Kindern bin ich wichtig oder meinen Freunden bin ich wichtig oder wie auch immer. Also es muss schon innerlich annehmbar sein. Innerlich annehmbar und realistisch sein. Und im Sonnenkind gucken wir aber auch auf die Stärken, auf die Ressourcen und ganz wichtig eben auch auf die Schatzstrategien. Also wir kommen von den Schutz zu den Schatzstrategien. Und die Schatzstrategien sind halt positive Verhaltensweisen, mit denen ich meine Beziehung entlaste und mich selber auch entlaste. Ja. Also, dass man überlegt, konstruktive Verhaltensweisen, ja, also zum Beispiel das Perfektionsstreben ersetzt. Durch, es reicht, wenn ich meine Sache gut mache. Ja, bei diesen Schatzstrategien, ich fand auch dieses Wortspiel so schön von Schutz zu Schatzstrategien. Da hast du ja auch im Buch mehrere. In meinen Rhetoriktrainings, da gibt es auch viele kleine Redestrategien und einige sind wichtiger als andere. Und manchmal gibt es auch eine oder zwei Tipps, die helfen, ich würde mal sagen, 80 oder 90% der Menschen. Was würdest du sagen aus denen, die du im Buch aufzählst, was ist die wichtigste Schatzstrategie und warum? Also die wichtigste Schatzstrategie ist Ertappen und Umschalten. Und das ist eine Mini-Übung, die man permanent im Alltag durchführen kann, die ich auch mit so einem Augenzwinkern als mein Steffi Stahl-Mantra bezeichne, weil letztlich bedeutet Heilung, dass ich immer wieder merke, wenn mein altes Programm, das heißt mein Schattenkind, getriggert ist. Also wenn ich merke, Mensch, jetzt will ich wieder reflexartig sage ich jetzt wieder ja, obwohl ich eigentlich nein meine, reflexartig ducke ich mich jetzt weg und drücke mich von der Aufgabe oder reflexartig begebe ich mich auf die Flucht oder reflexartig will ich jetzt wieder allen Ansprüchen genügen, dass ich mich im richtigen Moment ertappe, denn wenn ich es nicht merke, dann läuft das Programm einfach, ich sage immer so, ohne mich ab, dann läuft das einfach so ab. Und ich muss es merken, sonst spult es unbewusst runter. Und dann umschalte auf mein Erwachsenen-Ich. Und mein Erwachsenes-Ich ist ein weiterer Anteil der Persönlichkeit. Und in der Psychologie wird unter dem Erwachsenen-Ich verstanden unser klar denkender Verstand. Also wenn ich in meinem Schattenkind gefangen bin, dann bin ich identifiziert mit meinen alten Gefühlen, dann bin ich identifiziert mit meiner Vergangenheit, dann bin ich identifiziert wieder der kleine Junge, der kleine Michael, den ich eben im Beispiel hatte, der meint nicht zu genügen, der kleine Michael, der sich klein fühlt, der kleine Michael, der sich zurückgewiesen und übersehen fühlt und deswegen vielleicht furchtbar gekränkt reagiert in einer Teamsitzung, wo sein Beitrag nicht ausreichend beachtet und gewürdigt wird und sich dann reflexartig gekränkt in sein Schneckenhaus zurückziehen will. In dem Moment muss ich mich ertappen. In dem Moment muss der große Michael sich ertappen und sagen, Moment mal, das ist doch wieder dieses alte, gekränkte Gefühl, das kennst du doch so gut, das ist doch wieder dein Schattenkind, was hier gerade fühlt und agiert. Und wenn er sich dann ertappt, dann kann er auf sein erwachsenes Ich umschalten und da kann er einen Schritt zur Seite treten. Und sich von außen betrachten, also aus der Beobachterposition. Und aus der Beobachterposition kann er dann sehen, ach Mensch, hey, das hat doch jetzt gar nichts zu sagen. Erstmal hast du nicht besonders laut gesprochen und Menschen sind sowieso alle ein bisschen
mit anderen Dingen beschäftigt. Du nimmst das wieder furchtbar persönlich. Du bist jetzt voll wieder in deinem Schattenkind getriggert. Die anderen kriegen auch nicht mehr Aufmerksamkeit als du. Das ist hier einfach ein undisziplinierter Haufen. Da muss man manchmal auf den Tisch hauen und sagen, jetzt hör mal endlich mal zu, weil die sind alle ein bisschen undiszipliniert und reden durcheinander. Das hat überhaupt nichts mit dir persönlich zu tun. Du bist gerade wieder in deinem alten Programm, ich bin nicht wichtig, getriggert worden. So, und dann kann der erwachsene Michael sozusagen bildlich gesprochen den Kleinen bei der Hand nehmen und diese Kränkung und dieses ich schnapp ein und ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus nochmal rechtzeitig regulieren. Mhm. So. Und das kann man den ganzen Tag über betreiben. Das heißt, das verlangt natürlich eine gewisse Selbstaufmerksamkeit. Also erstmal muss ich wissen, was ist eigentlich mein Schattenkind? Was ist mein altes Programm? Das muss ich natürlich klar haben. Und wenn ich das klar habe, dann verlangt es eine gewisse mentale Disziplin. Disziplin, sich im Alltag auch so selbst zu beobachten und zu merken, oh, boah, jetzt bin ich wieder getriggert. Und dann kann man umschalten ins erwachsene Ich. Und ich weiß von vielen Menschen, die das so praktiziert haben, die mir eigentlich samt und sonders erzählen, das dauert nicht lange, es dauert Wochen und das Schattenkind zeigt sich immer seltener. Es dauert Wochen nur, dass ich mich wirklich tief auch verändern kann. Das weiß ich von unheimlich vielen Menschen und das ist sicherlich auch der Hauptgrund, warum dieses Buch so wahnsinnig erfolgreich ist, weil es nämlich hilft und dadurch so viel Mund-zu-Mund-Propaganda erfährt. Und das heißt, dieses Attacken und Umschalten ist mit Sicherheit die beste Schatzstrategie. Ja, danke fürs Teilen und vielleicht verrätst du uns sogar ein kleines Beispiel aus deinem persönlichen Leben, muss natürlich jetzt nicht ganz geheim sein, wo du vielleicht heute oder letzte Woche dieses Attacken und Umschalten bei dir gemacht hast. Oh, wo muss ich mich immer wieder ertappen? Ich muss aufpassen. Ich bin von der Natur aus auch ein bisschen impulsiv veranlagt. Also es gibt ja sowohl unsere Prägung, das ist ja auch nochmal ganz interessant, als auch wir kommen auch mit einem ganzen Set an angeborenen Persönlichkeitseigenschaften auf die Welt. Also Kinder werden einfach mit unterschiedlichen Temperamenten geboren. Darauf können alle Eltern ein Lied singen, die mehr als ein Kind haben, wie unterschiedlich die Kinder zum Teil schon auf dem Wickeltisch sind, also was sie einfach für eine unterschiedliche genetische Ausstattung auch haben. Und ich bin halt ein extravertierter Mensch und Extro- und Introversion haben eine hohe genetische Disposition auch. Und wir Extrovertierten neigen eher als Intros dazu, so ein bisschen wütend zu reagieren oder schnell impulsiv zu sein. Und das merke ich vor allen Dingen dann, wenn die Abläufe nicht so schnell gehen, wie ich sie gerne hätte. Also wenn ich mich in irgendeiner Form auch aufgehalten fühle. Und da muss ich wirklich aufpassen, dass ich mich ertappe, weil da kommt auch was, das hat auch was Kindliches, so ein bisschen was Unbesonnenes, so ich will jetzt aber, ne? Ich will jetzt aber, dass es so funktioniert, ne? Das hat auch was mit mir und meinem Schattenkind zu tun, es muss jetzt aber, ich will. Und dass ich mich dann rechtzeitig ertappe, weil das dann sonst unangemessen ist. Also ich bin jetzt nicht Gott weiß wie impulsiv oder so, aber wie soll ich sagen, ich vergreife mich dann schon mal im Ton oder ja, bin sehr ungeduldig und das ist kein schöner Zug und damit trete ich Leuten unnötig und auch unverdient auf die Füße. Und da ist immer ganz wichtig, dass ich mich da rechtzeitig ertappe und umschalte. Ja, ich finde es auch super, dass du nicht nur Techniken hast, sondern sie dann auch bei dir anwendest. Kommen wir doch zum zweiten großen Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und das ist das Thema Beziehungen bzw. Bindungen. Ich wohne ja seit Jahren schon in München. Das ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Ich dachte Berlin. Ja, Berlin auch, aber ich glaube, der Anteil der Singles, also an der Bevölkerung, lass es auch Berlin sein. Mir geht es um Folgendes. Es gibt ja heute mehr Möglichkeiten, sich kennenzulernen als je zuvor. Es gibt unterschiedliche Plattformen, es gibt Apps wie Tinder, es gibt Plattformen wie Parship, wo sich angeblich alle 11 Minuten jemand verliebt. Und dennoch gibt es in diesen Großstädten vor allem, also nennen wir sie München, Berlin, Hamburg und so weiter, wenige Menschen, die sich entscheiden, sich langfristig zu binden, sondern eher für kurze Geschichten offen sind. Ist das, Steffi, aus deiner Sicht überhaupt ein Problem oder ist es vielleicht sogar die Lösung?
Also erstmal muss ich korrigieren, also die Menschen sind nicht bindungsunfähiger geworden. Es wird ja oft so behauptet, das ist aber Unsinn, ne? Also die Menschen sind genauso bindungsfähig und auch viele bindungswillig wie früher. Nur früher hatten wir ein viel engeres gesellschaftliches Korsett, das ist eben heute weg. Heute kann jeder nach seiner Fasson selig werden, jeder kann kann Single bleiben, es ist auch egal. Also früher war ja noch Homosexualität und sowas wurde aber auch verschwiegen oder so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Heute ist alles offen, jeder, so wir haben unheimlich viel mehr Freiheit geworden und mit der Freiheit natürlich auch mehr Verantwortung, aber auch mehr Entscheidungsfreiheit. Das heißt, manche Leute, die sich früher gebunden haben oder sogar geheiratet haben, die haben das in Anführungsstrichen nicht ganz freiwillig getan. Ja, die wären am liebsten schon auf dem Altar umgekehrt, ja, und aber haben dann irgendwie auch in unglücklichen Beziehungen ausgeharrt. Vor allen Dingen Frauen auch sind oft in so Versorgungsehen irgendwie stecken geblieben, weil sie sich auch wirtschaftlich total abhängig gefühlt haben und auch waren. Scheidung hatte früher noch vor 30, 40, 50 Jahren ganz anderes Ruf, also es war wirklich so pfui, auch alleinerziehend, war noch sogar in meiner Kindheit, es war eher selten, dass es sowas wie alleinerziehende Mütter, Väter schon mal gar nicht gab. Das heißt, es hat sich einfach sehr viel verändert und wir sind nicht wirklich beziehungsunfähiger geworden, aber wir haben eine größere Wahlfreiheit. Und ich sage immer, um den Teil deiner Frage zu beantworten, ist da überhaupt ein Problem oder ist da kein Problem? Ich bin ja immer für die persönliche Wahlfreiheit und es gibt eben einige Singles, die können einfach nur Single, weil die unter Bindungsängsten leiden und Beziehungsproblemen. Und davon gibt es viel, viel mehr, als man erstmal so denkt. Es gibt also nicht wenige Menschen, die mit Bindungsangst zu tun haben, mit diesem Thema, auch wenn die sich, wenn sie das weit von sich weisen, weil sie ja so eine große Bindungssehnsucht auch verspüren und sich eigentlich binden wollen, aber nur passiert es dann immer so, dass sie sich entweder notorisch in die Falschen verlieben, beziehungsweise dass sie nach der ersten Verliebtheit große Zweifel bekommen, ist das jetzt wirklich der oder die Richtige, dann kriegen sie sowas, was ich immer so als den Schwächenzoom bezeichne. Das heißt, plötzlich sehen sie nur noch Schwächen beim anderen und überlegen, ach nee, das ist irgendwie doch nicht und die Nase ist zu groß, der Hintern ist zu dick und hier ist ein bisschen Doppelkinn und macht vielleicht noch Kaugeräusche oder weiß der Geier was und dann sich auch sehr schnell wieder entlieben. Ne? Und also viele Menschen, die da draußen rumlaufen und sagen, ich habe noch nicht den Richtigen gefunden oder ich habe noch nicht die Richtige gefunden, leiden eben auch unter Bindungsangst. Und das heißt, auch diese Suche nach dem perfekten Partner im Internet oder so, ja, da wird ja ganz, ganz oft in den Medien auch Ursache und Wirkung vertauscht. Also viele schreiben dann, ja, durch diese Supermarktmentalität, durch diese Partnerschaftsbörsen, dieses Klick und weg und Wisch und weg, würden die Ansprüche immer höher und man sucht so nach dem perfekten Partner. Aber das ist Bullshit, weil 30 Jahre Internet können nicht Hunderttausende Jahre genetische Evolution einfach mal so wegwischen. Ich meine, die Evolution ist sowieso wahnsinnig langsam. Die Evolution hat bis heute nicht verstanden, dass wir Kühlschränke haben, ja. Da hat die schon dreimal nicht verstanden, dass wir ein Internet haben und ganz andere Möglichkeiten, ja. Das heißt, wir haben ja genetisch bedingt einen ganz tiefen Bindungswunsch in uns. Aber auch dieser Bindungswunsch, und zwar auch ein Bindungswunsch, also für erstmal so eine monogame, feste Beziehung, das ist erstmal unser genetisches Programm. Das hängt damit zusammen, dass die Menschenkinder so lange brauchen, um groß zu werden. Das heißt, sie brauchen so feste Beziehungen und Familienbande. Der ist tief in uns verankert. Da kann jetzt nicht ein Internet kommen innerhalb von 30 Jahren und mal so ein bisschen mal gerade hier die Evolution da völlig durcheinander bringen. Der Grund, warum das so scheinen mag, ist, dass Menschen, die Beziehungsprobleme haben, ein Leitsymptom ist zum Beispiel die Suche nach dem perfekten Partner. Und durch das Internet und durch die hohe Gestaltungsfreiheit, die wir heute gesellschaftlich haben, also dass keiner sich mehr verpflichtet fühlen muss, irgendwie zu heiraten, nur um angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu sein, fliegen die Bindungsängstlichen einfach mehr auf.
die waren früher nicht so gut sichtbar. Heute kann ja auch jeder sagen, ich habe Beziehungsangst oder ne, ich will so. Das ist ja heutzutage alles kein Problem, aber sie sind nicht mehr geworden, sie werden einfach nur besser sichtbar. Ja, und dennoch kennen wir diese Menschen, die diese Perfektion anstreben, die immer weiter swipen, sich treffen und wie du gesagt hast, bei dem einen passt die Nase nicht, bei dem anderen war die Stimme ein bisschen zu quietschig, bei der dritten war der Arsch ein bisschen zu dick und bei dem vierten ist der Bierbauch ein bisschen zu groß. Wir haben ja schon im ersten Teil kurz über diesen Perfektionsdrang bei uns selbst gesprochen und in gewisser Weise spiegelt sich ja dieser Perfektionszwang dann auch ins Außen, dass auch unser Partner perfekt sein sollte. Was würdest du sagen, was ist denn hier der beste Tipp, um jetzt nicht nach den 100% zu warten und auf die 100% abzuzielen, sondern auch entweder mit einem Bierbauch oder mit einem dicken Arsch oder mit einer piepsigen Stimme sich auch zufrieden zu geben? Gibt es da so einen kleinen psychologischen Tipp? Ja, da kann man sich halt nicht zwingen. Auch hier ist wie so oft die Lösung nicht im Außen zu suchen, sondern auch da ist es wichtig, dass man in sich geht und sich fragt, welches tiefe innere Programm habe ich eigentlich bei meinen Eltern erworben in Bezug auf das Thema Beziehung? Weil Beziehungsängste speisen sich eigentlich aus zwei Quellen. Das eine ist Verlustangst. Ja, also bevor ich verlassen werde, verlasse ich lieber selbst, beziehungsweise lasse mich gar nicht erst drauf ein. Und die andere Quelle ist, und die hängen nicht selten auch miteinander zusammen, das Gefühl, ich verliere meine persönliche Freiheit in der Beziehung. Aber warum habe ich das Gefühl, persönliche Freiheit zu verlieren? Warum habe ich das Gefühl, so viel Kompromisse eingehen zu müssen? Das hängt doch nur damit zusammen, dass ich als Kind schon gelernt habe, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. So. Das heißt, wenn ich immer im tiefsten Inneren denke, ich muss deine Erwartungen erfüllen, dann nehme ich mir selber die Freiheit. Dann nehme ich mir selber die Freiheit, innerhalb einer Beziehung zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Dann nehme ich mir selber die Freiheit, auch meine Bedürfnisse innerhalb der Beziehung zu gestalten und die auszufüllen und zu erfüllen. Ja? Und dann kommt eben dieses Gefühl auf, ey, ich passe mich hier viel zu viel an, ich gehe hier ständig Kompromisse ein. Und die imaginierte Lösung ist dann, ich muss irgendwie Schluss machen, ich muss mich von dieser Beziehung entfernen, weil die erdrückt mich, die engt mich ein. Dabei enge ich mich ja selber ein. Ich enge mich selber ein, weil ich dieses Schattenkind, weil ich dieses alte Programm am Laufen habe, was ich mir aber eigentlich bei meinen Eltern zugezogen habe. Und dann gibt es ja noch die Leute, die eigentlich eher das Gegenteil Problem haben, die nicht Bindungsangst haben, sondern die viel zu viel klammern und die dann auch jahrelang in Beziehungen stecken bleiben, in denen sie total unglücklich sind, und klammern und klammern. Und das hat natürlich auch im Grunde nichts mit dem aktuellen Beziehungspartner zu tun, sondern mit ihrem alten Kinderprogramm, wo sie da schon so das Gefühl hatten, Beziehung ist mir nie sicher, ich muss immer gucken, wie ist die Mama heute gelaunt, ist sie heute gut drauf, ist sie heute schlecht drauf. Und dann so schon als Kind so klammerig geworden ist, weil man so das Gefühl hat, oh, ich muss immer gucken, oh, dass du bei mir bleibst, dass du bei mir bleibst. Also es lohnt sich in jedem Fall immer dieser Blick zurück. Was hat mich geprägt? Was hat mich geprägt? Was ist mein eigentliches Programm? Und zum Schluss noch fast eine kleine philosophische Frage. Und zwar sind ja viele Leute, die zum Beispiel auch dieses Video oder das Audio hören, viele Leute sind auf diesem Trip der Persönlichkeitsentwicklung. Und in gewisser Weise hat man sich dann ein eigenes Wunsch-Ich definiert. Zum Beispiel bei vielen Menschen ist das, ich hätte gerne eine hübsche Partnerin oder einen hübschen Partner, ich hätte gerne viel Geld, ich hätte gerne Anerkennung durch meine Freunde und Bekannten. Und indem sie sich quasi und ihre Persönlichkeit immer weiter ausbauen und neue Eigenschaften und Fähigkeiten erlernen, entfernen sie sich ja immer weiter von diesem inneren Ich, weil sie dieses Wunschbild ja selbst gesetzt und selbst erfüllt haben. Wird irgendwann, und das ist die leicht philosophische Frage, wird irgendwann das innere Kind möglicherweise irrelevant, weil unser Erwachsenen-Ich so weit weg davon ist, was wir früher als Kind waren, dass wir in Wirklichkeit es gar nicht mehr brauchen? Nein. Also erstmal würde ich den Begriff der Persönlichkeitsentwicklung anders verstehen, weil es geht ja meistens tatsächlich darum, mehr zu sich selber zu finden, als von sich weg sich zu entwickeln in der Persönlichkeitsentwicklung. Und was du da jetzt eben aufgemalt hast, das wäre ja halt diese Überkompensation, also Selbstschutz. Das heißt, dass ich versuche, perfekt zu sein, alles toll zu machen. Das sind Selbstschutzstrategien. Und wenn ich mich immer mehr mit meinen Selbstschutzstrategien identifiziere,
Ja, also gerade das, was ja eben, ne, ich sehe perfekt aus, ich gucke zu, dass ich wahnsinnig erfolgreich im Außen bin, um damit eigentlich mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren, dann handle ich ja ständig gegen mein Innerstes und werde damit früher oder später auch in irgendeine Form der Sackgasse laufen. So, also ich entferne mich von mir selbst und identifiziere mich eigentlich mit meinem Selbstschutzprogramm. Das geht einfach auf die Dauer nicht gut. Spätestens dann, wenn die Ehefrau weg ist oder ich irgendwie bei der 15., 20. Geliebten bin oder meine Geliebten immer jünger werden, aber irgendwann, spätestens im Alter, werde ich merken, dass ich mein Leben auf völlig falschen Prämissen aufgebaut habe und sich da doch eine große Einsamkeit einstellt und dass ich mich selbst gar nicht mehr richtig fühlen kann. Aber wie gesagt, viele Menschen reflektieren sich wenig bis gar nicht. Und ich sage auch gerne mal, bis der Arsch kalt wird, also sprich, bis sie sterben. Aber das ist mit Sicherheit nicht der glücklichere Lebensentwurf. Und es geht ja vor allen Dingen nicht nur um einen selbst, muss ich dazu sagen. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie der bessere Mensch wird. Weil ich sage immer, dass alles Elend in dieser Welt, und das ist ja eine ganze Menge, was an Brutalität und Aggression in der Welt ist, bis hin zum Völkermord und allem, entsteht ja immer aus dem Mangel an Selbstreflexion und einem Mangel an Mitgefühl. Und deswegen sage ich immer, der selbstreflektierte Mensch ist eben auch der weisere Mensch. Und wenn jeder Mensch selbstreflektiert wäre, hätten wir natürlich auch eine viel, viel bessere Welt. Es geht ja nicht nur allein darum, dass ich mein klein bisschen Dasein hier irgendwie glücklich verbringe, sondern dass ich möglichst auch es mit Anstand verbringe, ja. Ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Blaise Pascal, wo er gesagt hat, alle Probleme der Menschheit rühren daher, dass der Mensch nicht 5 Minuten leise auf seinem Stuhl sitzen kann. Das ist ja das, was du auch angedeutet hast mit der Selbstreflexion. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz zurückgehen auf unsere spannenden zwei gegensätzlichen Definitionen von Persönlichkeitsentwicklung, wo ich ja gesagt habe, man kann sich auch wegentwickeln von dem alten Selbst, was einem nicht gefallen hat. Und du hast gesagt, nee, nee, Persönlichkeitsentwicklung ist eher der Weg hin zu sich. Und ich wollte noch mal nachhaken und wie du das siehst, ist es nicht möglich, seine Persönlichkeit als ein Konstrukt zu verstehen? Wir hatten ja am Anfang auch gesagt, dass unsere Eltern eher zufällig sind und die Werte, die sie auf uns programmiert haben, eher auch ein Zufallsprodukt ist. Auch die Religion, wenn wir in Europa geboren sind, sind wir halt selten Buddhisten und häufiger eben Christen. Könnte man aber aus dieser Idee der Zufälligkeit nicht auch den Gedanken entwickeln, dass letztlich die Persönlichkeit und das innere Kind ein Zufallsprodukt ist und wir uns sagen, nee, also ich hätte gerne eine komplett andere Persönlichkeit und ich entwickle mich neu. Also ich erkenne mich nicht selbst, sondern ich entwickle mich selber neu. Ist das in deiner Welt denkbar oder nicht? Es stimmt, also die Prägungen des Gehirns sind natürlich willkürlich und damit auch ein Zufallsprodukt. Und das ist erstmal wichtig zu erkennen, was hat mich überhaupt geprägt. Aber es gibt ja auch einfach Persönlichkeitseigenschaften, die eine hohe genetische Komponente haben. Es gibt was wie persönliche Werte, es gibt etwas wie persönliche Vorlieben und Interessen. Und da ist es schon natürlich wichtig, dass ich, wenn ich ein glückliches Leben haben will, dass ich ein bisschen auch gucke, was bin wirklich ich, was liegt mir wirklich. Na, und was ist nicht nur überformt durch die Erwartungen meiner Eltern oder überformt durch Erwartungen der Gesellschaft, sondern was ist das, wo ich hin möchte, was sind meine Werte? Man kann sogar noch höher greifen, was ist sozusagen mein persönlicher Sinn des Lebens? Und da macht es immer mehr Sinn, näher an sich selbst und seiner Bestimmung und seinen Gefühlen und seinen eigenen Vorstellungen zu bleiben, als jetzt sich auszudenken, man wäre Katharina die Große, ja. Das wäre meine nächste Frage. Wie bin ich so als Katharina die Große in diesem Interview? Ja, Steffi, danke schön für diese Ausführung. Ich finde bei dir besonders angenehm. Also zum einen argumentierst du sehr nüchtern und sachlich. Das gefällt mir als Argumentationstrainer besonders. Und du schreibst auch deine Bücher sehr strukturiert. Also wenn man sich die Bücher anschaut, dann ist das wirklich von einer Systematik geprägt. Das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden ist natürlich eine Leseempfehlung. Wenn es Millionen
Millionen Leute. Ich habe nochmal kurz auf Amazon geguckt. Das hat ja eine unglaublich gute Bewertung, 4,7. Das haben die wenigsten Bücher bei den vielen tausend Bewertungen. Gibt es von deiner Seite vielleicht noch was Zweites? Also das Erste ist, meine Zuschauer holen sich das Buch, wenn sie das nicht schon haben. Gibt es vielleicht was Neues von dir oder etwas, was du unseren Zuschauern auch empfehlen kannst? Ja, meine Podcasts zum Beispiel. Ich habe ja zwei Podcasts. Der eine heißt Stahl aber herzlich und da führe ich direkt Psychotherapiegespräche. Das ist sehr, sehr spannend. Da kommen Menschen also mit allen möglichen Problemen auch sehr gemischt. Ist auch mal der ein oder andere Promi dabei. Der Atze Schröder hat zum Beispiel über seine Harmoniesucht mit mir gesprochen, die Nora Tschirner über ihre Depressionen und so weiter. Und da mache ich eben direkt Original-Therapiegespräche. Und dann habe ich noch den Podcast So bin ich eben. Und da spreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski, der auch witzig ist und auch Masterpsychologe ist. Wir sprechen da über psychologische Themen. Und die, zu denen kommen wir durch E-Mails von Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir ins Studio bekommen, und handeln da so psychologische Themen ab. Ja, super. Dann werden wir natürlich diese zwei Podcasts verlinken. Gibt es zum Schluss noch vielleicht einen ultimativen letzten Tipp einer Stefanie Stahl? Was sollten Leute tun, die eben keinen Zugang zu dem vergangenen Ich haben? Wirklich so eine Kleinigkeit, die vielleicht nach dem Abschalten dieser Sendung nur eine Minute dauert, so ein Quick-Tipp für Ungeduldige. Die keinen Zugang zu ihrem vergangenen Ich haben. Ja, irgendwann haben, also es gibt Menschen, die sagen, ich habe kaum Erinnerungen an früher. Da kann man immer davon ausgehen, dass es nicht so schön gewesen ist, weil dann haben die verdrängt, aber das Gehirn hat keinen Grund, schöne Sachen zu verdrängen, dann, sondern nur, was nicht so gut gelaufen ist. Aber irgendwann gibt es ja wieder eine Erinnerung, also spätestens, wo sie 15 oder 16 sind, irgendwann haben sie ja eine Idee, wie ihre Eltern waren. Und dann kann man immer gucken, ja, wenn die so waren, wie ich 15 war, wie waren die dann, wo ich klein war? Also man kann dann mit diesen Erinnerungen arbeiten. Und als allgemeinen Lebenstipp würde ich geben, was anderes nochmal, dass man wirklich sein Leben genießt. Also dass man eben sich nicht nur verausgabt und Sorgen macht, sondern dass man immer wieder dafür sorgt, dass man Genussmomente hat. Und dass man dafür sorgt, dass es einem wirklich gut geht. Denn je besser meine Batterie aufgefüllt ist, desto gelassener bin ich und desto glücklicher bin ich. Und der gelassene Mensch ist eben auch der bessere Mensch. Das kennt jeder. Ne? Wenn wir total gestresst sind und haben überhaupt keine Ressourcen mehr, weil wir selber so im Druck sind, dann werden wir auch kleinlich und aggressiv. Und deswegen das Leben auch wirklich immer genießen. Ja, also besser hätte ich mir das Schlusswort nicht vorstellen können. Der gelassene Mensch ist der bessere Mensch. Danke, Stefanie Stahl. Und für dich, lieber Zuschauer, wenn es dir gefallen hat und du eine andere Meinung hast oder einen Kommentar hast, dann kommentier doch gerne unten. Bei YouTube gibt es ja dieses Kommentarfeld. Die leichten Fragen versuche ich zu beantworten. Die ganz schweren Fragen, da werde ich Steffi bzw. Sigmund Freud kontaktieren, dass sie mir ein bisschen nachhelfen. Steffi, danke schön für Sehr gerne. Dieses schöne Interview. Danke auch. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren, einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst? Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.